die nächste Lok, die diesen Zug in Bewegung setzen kann, ist die EP211-212 von Westmodell. Das war ursprünglich mal ein Bausatz, beziehungsweise ein Alle-Teile-Satz. Und von mir bekam die Maschine dann nach einigen Jahren Einsatz ein neues Fahrwerk und sehr viel Blei und ist darum auch ziemlich schwer und geeignet für solche leistungsfähigen Einsätze. Man hört an der Geräuschkulisse, dass die Lok ordentlich zu arbeiten hat. Und auch die Kupplungen und Wagen müssen einiges aushalten. Die ersten 40 Wagen des Zuges sind durch die norwegische Dreibügelkupplung verbunden. Die letzten 10 Wagen haben die Fleischmann Profikupplung und noch einige Einsprungbremse. Natürlich schön, dass ich die Kamera angeschlossen habe. Interessante Beobachtung zu machen. Nachdem die EP211-212 einige Runden gefahren ist, sind die Radsätze im Übergang zum Spurkranz blank geschliffen und sie ist nicht mehr in der Lage, den Zug anstandslos zu befördern. Also da ist jetzt auch die Brünierung runter und die unter der Lupe sichtbare raue Oberfläche ist verschwunden und deshalb schafft sie die 50 Wagen jetzt nicht mehr. Versuch mit der EP248. Die hat noch das originale Westmodell-Fahrwerk. Einen zusammengedrückten Zug kriegt sie bewegt. Ja, sie kriegt in den Gang, aber sie rutscht zum Teil durch, also dass es dann nicht wirklich den Zug bewegen kann. Und so wie es jetzt in den Bogen geht, ist ziemlich vorbei. Ist ja zu leicht, die Maschine. Gut, kann man aufhören. Das nächste Versuchsobjekt ist die EP245, eine spätere E50-3. Hier ist noch das originale Westmodell-Fahrwerk drunter. Ich habe lediglich die Lok mit Blei schwerer gemacht. Anfahrversuche mit diesem langen Zug. Sie rutscht. Kriegt ihn aber, nachdem Lok vorher gesandet hat, doch noch in Gang. Und bewegt ihn auch ohne großes Brummen oder Knarren oder Knirschen. Das war jetzt mein Signal. Bei der Lok habe ich auch noch die Absicht, das Fahrwerk komplett neu zu bauen, weil durch die gegossenen Blindwellen und den Antrieb darüber schaukelt diese Lok ganz erbärmlich beim Fahren. Das kann man ja in dem alten Video sehen, wo ich schon mal Schwerlastversuche gemacht habe.
mit viel Radau kommt jetzt der ET 507 angefahren. Das ist mein Eigenbau ET 88. Und wie schon vor ein paar Jahren kann er den Zug bewegen. Er hat Schwierigkeiten beim Anfahren, aber für zwei angetriebene Achsen ist das schon mal nicht schlecht. Jetzt wird es an der Zeit, mal was wirklich Verrücktes zu probieren. Jetzt will ich es mal genau wissen und habe 100 Wagen ineinander gehängt. Und dieser Zug bewegt sich gerade über meine Anlage. Und weil ich es noch ganz genau wissen wollte, kommen jetzt angefahren EP211212 als Vorspann vor 2 EP245. Und dran gehängt habe ich jetzt 100 von meinen Bleiklumpen. In diesem Zug hängen 10 Wagen mit einer Feinkupplung. Ich staune, dass die Zuglast aushält. Und bin ja sehr zufrieden. Also ich denke mal, 20 Wagen könnte ich noch anhängen, aber das sieht dann nicht mehr so gut aus. Schwerlastversuch. EG 505, EP211212 und hinten noch die E50, die EP245. Ziehen jetzt 100 Wagen über meine Anlage, wobei 90 von den Wagen schon umgebaut sind, also die etwa 70 Gramm wiegen. Und die letzten 10 Wagen sind immer noch naturbelassen und im Originalzustand. So, der dritte weiße Kühlwagen, sind jetzt 30 Wagen an uns vorbeigefahren. Hier der jammernde Wagen ist dann Nummer 40. Der mit der Holzladung, der erste, ist 42.
der O-Wagen jetzt. Das ist der nächste D10er. Hier ist wieder tatsächlich jeder Kühlwagen eine Dekade. Dem vorletzten Kühlwagen hier von Heppner und Katzenellenbogen beginnen dann die 10 leichten Wagen. Ja. Das war's dann. 100 Güterwagen sind an uns vorbeigefahren. Wird es sicher interessant, wie lange die Decoder und der Booster das mitmacht, bis er abschaltet. Da kommt der ganze Zug mit niedriger Geschwindigkeit. Wahrscheinlich laufen die Loks nicht ganz synchron. Jetzt fahren hier gerade drei meiner E-Loks mit 100 Wagen über die Anlage und das ist jetzt auch physikalisch die Grenze. Also durch die weichen Straßen kommen die Wagen nicht mehr völlig ohne Probleme durch. Also ich muss hin und wieder eingreifen, aber so als Versuch ist es mal ganz nett.